Sammlung umfasst 450 japanische Farbholzschnitte, die uns von den 60er bis 80er Jahren von Hans Lüdorf geschenkt wurden. Also es ist eine Ausstellung über japanische Farbholzschnitte des 19. Jahrhunderts. Gezeigt werden Arbeiten von Kuniyoshi und Kunisada. Das Bild ist aus der Serie der 108 Suikoden und stellt den Flusspiraten Rishun dar, der ganzkörpertätowiert ist und ein Boot zum Kentern bringt. Die Tätowierung auf seiner Brust zeigt einen Donnergott. Kunisada war zunächst der berühmtere von beiden Künstlern, der schon früh von den Einnahmen seiner Entwürfe für die Farbholzschnitte leben konnte, während Kuniyoshi sich zunächst mit dem Verkauf von Tatami-Matten durchschlagen musste und auch Tattoos entworfen hat, die bei der Bevölkerung sehr beliebt waren. Kuniyoshi hat seinen künstlerischen Durchbruch mit einer Serie erlangt, die 108 Helden der Suikoden heißt. Dort sind ziemlich viele Helden mit Ganzkörpertätowierungen abgebildet. Zu Kuniyoshis Lebzeiten wurden nicht nur Schriftzeichen tätowiert, sondern auch schon Bilder. Doch erst seine Serie von den 108 Suikoden löste den wahren Tätowierungsboom in Tokio aus. Die Tattoos von Kuniyoshi haben nichts an Aktualität eingebüßt. Denn viele seiner Motive werden auch heute noch gestochen. Ich verwende ganz viele Referenzen von Kuniyoshi in meinen Tätowierungen, verändere die auch zeichnerisch, von der Darstellungsweise, natürlich auch nach meinen Kundenwünschen. Und ich versuche schon eher Kuniyoshis Arbeiten zu verwenden, weil die halt auch in die Dynamik von meinen Arbeiten reinpassen. Die Ausstellung wird ergänzt durch einige Netsuke. Das sind Schmuckstücke, die am Kimono-Gürtel getragen werden. Und Sie sehen hier eine Figur eines Mühlsteinmachers, der auf seinem Rücken sogar auch ein Tattoo trägt, das ebenfalls den Donnergott darstellt. Tattoos auf Netsukes sind sehr selten. Deswegen ist es umso schöner, dass wir in unserer Sammlung sowohl ein Netsuke als auch einen Farbholzschnitt besitzen, die beide das gleiche Motiv aufweisen.